Wir werden uns heute ja mal wieder ein paar spannende Themen rund um die aktuelle Marktlage ansehen. Wir sind ein bisschen später dran, deswegen geht es heute los. Ja, wie gesagt, heute ein Ticken verspätet, aber wir haben noch genug Zeit, dass wir einmal einen Rundumblick machen. Wir starten deshalb direkt rein mit dem Blick auf den DAX. DAX mittlerweile ja nachhaltig über 18.000 Punkten, sogar ein ganzes Stück jetzt weiter oben. Wir sehen es hier 18.261 ungefähr gerissen. Heute noch mal einen kleinen Tick mehr. Neue Rekordhochs stehen also da. Was ist der Grund? Wir gucken uns gleich zwei Indikatoren an. Insbesondere die wirtschaftliche Stimmung in der EU ist im Aufwind. In Deutschland ist im Aufwind. Der ZEW-Index, ich habe es mir reingeschrieben, ist auf dem höchsten Stand seit 2022. Und das wollen wir uns genau einmal anschauen. Also was ist der ZEW-Index? Es geht um die Konjunkturerwartung in Deutschland. Zu dem, was nicht gerade dort ist oder gerade da ist, sondern das, was künftig erwartet wird. Und man sieht ganz gut, wir sind wieder auf einem neuen Hoch in den letzten zwei Jahren jetzt ungefähr. Der letzte hohe Stand, ich habe ihn hier mal markiert, 54 Punkte ungefähr aus dem Februar 2022. Was war da? Ja, danach ging es los mit dem Thema Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg. Wir sind ein bisschen bergab gekommen, danach im nächsten Jahr wieder leicht im Aufwind. Dieses Hoch hier haben wir aber gerissen, das liegt unterhalb dieses letzten Wertes und dementsprechend erwartet man jetzt eine nachhaltige Erholung hier in der Konjunkturerwartung. Ähnliches gilt für den IFO-Geschäftsklimaindex, auch jetzt wieder hier für Deutschland. Und was sehen wir? Ja, wir sehen nicht neue Hochs, aber wir sehen einen leichten Aufwärtstrend, eine Konsolidierung insbesondere, aber auch eine Kombination aus der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartung. Was sehen wir also? Ja, wir sehen, es wird nicht in absoluter Euphorie enden, aber man sieht halt ganz gut, dass wir wieder etwas positiveren Schwung mitnehmen. Also es geht wieder etwas bergauf gerade, es konsolidiert sich etwas und dementsprechend ist die Lage grundsätzlich auch ganz gut. Zusätzlich sehen wir das Ganze auch abgebildet so ein bisschen in unseren Renditen, in den Staatsanleihenrenditen. Sie ist jetzt ungefähr wieder zurück bei diesen 2,35% und wir gucken uns das ja immer mal so an. Wir haben ja diesen Ausbruch hier uns angesehen, wir haben hier ungefähr drauf geschaut, dann kam dieser schöne Ausbruch, den wir hier so ein bisschen antizipiert hatten. Aber man sieht halt auch ganz gut, dass man in dieser Schwungphase hier weiter bleibt und das kann tendenziell auch noch so ein bisschen weitergehen. Also dass wir wirklich in so einer Seitwärtsphase bleiben, bis es dann mal wirklich zu den ersten Zinssenkungen kommt. Dann erwartet man auch leichte Abschläge. Aktuell sieht man so ein bisschen, wir sind aus so einem Tief geraten oder in so einen Abschwung geraten, danach ein bisschen konsolidiert wieder zurückgelaufen. Was gab es so Großes zu berichten? Jetzt zum einen hat die Schweizerische Zentralbank anders als gedacht erstmal die Zinsen gesenkt. Also da ist mal ein positiver Impuls gekommen. Das ist vielleicht aber eben nicht ganz so ausschlaggebend für die EU. Größer ist dann das Thema, was die Fed angesprochen hat in der letzten Woche. Nämlich hatte man ja so ein bisschen Sorgen, nachdem die Inflationsdaten doch etwas höher waren als gedacht, dass man eventuell nicht ganz so guten Schwung mitnimmt und dass man eventuell diese Zinssenkungen doch etwas nach hinten verschiebt. Und jetzt ist die Fed aber weiterhin recht positiv, bleibt bei ihren drei Zinssenkungen. Weiß noch nicht genau wann, ob Mai, Juni, wie es da genau aussieht, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass die Zinsen weiter senken werden. Diese Euphorie gibt es dementsprechend auch so ein bisschen, gerade in den 10-jährigen Bundesanleihen. Wie gesagt, dieses Tief, was wir hier mal in der extremen, kann man schon sagen, Übertreibung hatten, das erreichen wir aktuell nicht mehr. Also man rechnet so ein bisschen in so einer Seitwärtsphase. Die Frage ist eher hier oben oder vielleicht noch in diesem unteren Feld oder wo sich das Ganze hier weiterentwickelt. Blicken wir dementsprechend auch nach Amerika auf den S&P 500. Hier sind wir weiterhin in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, kann man sagen. Es geht zwar immer wieder so ein paar Kerzen auch bergab. Haben wir Ende der Woche auch gesehen, nachdem ein paar schlechtere Retail-Zahlen an den Markt kamen, Sportartikelhersteller, die nicht ganz so positive Ausblicke gegeben haben für den Gesamtmarkt. Dafür aber, wie gesagt, positive Impulse durch die Fed, auch durch KI. Nvidia hat wieder positive Impulse geliefert rund um das Thema neue Chips, teurere Chips, leistungsfähigere Chips.
Die Aktie von Nvidia hat es auch so ein bisschen gefreut. Sie ist wieder nach einer Korrekturphase wieder nach oben ausgeschlagen und das dementsprechend auch hier im S&P 500. Das lässt sich aber tatsächlich für die gesamte Bandbreite der großen oder bei der Magnificent 7, wie man sie mittlerweile ja auch nennt, die großen Tech-Unternehmen beschreiben. Wir haben die Kombination gesehen, Google, Apple. Eventuell gibt es da eine Symbiose, dass Gemini jetzt auch auf Apple-Geräten, also die KI von Google auch auf Apple-Geräten künftig zu finden sein wird. Also hier bahnt man sich so zusammen den Weg und diese Gesamteuphorie hat dazu geführt, dass die großen Technologiekonzerne hier auch wieder den Markt outperformt haben. Ein kurzer Blick mal auf den Russell 2000, den haben wir uns ja die letzten Monate immer mal wieder angeguckt und auch diesen Ausbruch aus dieser Bahn hier ja angeguckt. Den gab es hier an diesem Momentum, man ist nach oben, der hat dann wieder zurückgefallen und jetzt konsolidiert man so ein bisschen auf der nächsten oberen Ebene. Also man kann eigentlich sagen, so richtig viel Schwung gibt es aktuell nicht beim Russell 2000. Also wir sehen nicht eine große Euphorie hier, ein großer Aufschwung, der aufkommt, sondern immer wieder Konsolidierungsphasen. Was steckt im Russell 2000 her? Hier gibt es um die 2000 kleineren Unternehmen, die man quasi in Amerika börsengelistet finden kann. Es gibt noch ein paar Parameter, mehr oder weniger kann man aber sagen, es geht um die Small Caps hier. Und diese Small Caps ja, schaffen aktuell nicht den Schwung nach oben. Sie folgen also nicht den Hochs der großen Indizes. Das sieht man hier schön aus der Vergangenheit. Aktuell schlummert man noch und hier ist die Frage, ja, wann ziehen sie nach? Ziehen sie überhaupt nach? Zieht generell der breite Markt nach? Wir haben es, wie gesagt, in den letzten Wochen schon mal etwas deutlicher besprochen, dass da eigentlich grundsätzlich viel Potenzial steckt, aber aktuell ja noch nicht die Euphorie zu sehen ist. Gucken wir noch kurz auf die 10-jährigen US-Treasuries, also die Renditen der US-Staatsanleihen. Und hier sieht man, wie gesagt, auch diesen Abschwung, den wir bei unseren Staatsanleihen gesehen haben, bei den deutschen Staatsanleihen, dass die auch gefallen sind nach dieser FED-Sitzung. Und hier zeichnet sich so langsam so ein ähnliches Dreieck ab, wie wir es auch gesehen haben bei den 10-jährigen deutschen Staatsanleihen. Hier zwar so mit einem Ausbruch nach unten und auch an der Stelle schon mal nach unten so ein bisschen durchgetaucht, könnte es auch ein bisschen größer zeichnen, dann würde hier gegebenenfalls sich noch so ein breiterer Keil zeigen. Aber man sieht, dass hier auch so eine gewisse Konsolidierung vorhanden ist, aber gegebenenfalls mit Zinssenkungen oder Nicht-Zinssenkungen auch Impulse gesetzt werden können. Wie sieht das im Gesamtbild aus? Ja, es hat sich so ein bisschen verändert. Hier mal in der schönen Übersicht hier von Bärenberg. Und hier kann man ganz gut sehen, dass man ja die aktuell sich ganz gut eingependelt hat mit dem, was man an Zinssenkungen erwartet und dem, was die Zentralbanken gesagt haben. Wir haben ja jetzt die Wochen gehabt, in denen relativ viel von den Zentralbanken kam. Man sieht es hier ganz außen betrachtet von der FED. Die erste Zinssenkung also hier immer noch mit einem kleinen Schritt im Mai, diese 0,25%, also 25 Basispunkte, dann größere Schritte im Juni, Juli erwartet, gegebenenfalls auch im September und da sieht man schon so ein bisschen, ja, je nachdem welche Zinsschritte man hier anspricht, drei, die FED anspricht und auch die Größe der Zinsschritte, die angesprochen werden, ja, die können natürlich deutlich variieren, also wenn man von kleinen Zinsschritten spricht, dann erwartet der Markt aktuell deutlich mehr, wenn man größere nimmt, dann sieht man schon, dass man bis Ende hier bei diesen knapp 3% ist, also große Zinsschritte quasi einmal vorwegnehmen kann. Das ist jetzt so ein bisschen die Erwartung für den Januar, die ist etwas zurückgegangen, also hier der Markt nicht ganz so einig, etwas deutlicher oder glatter sieht es da ein bisschen bei der EZB und bei der Bank of England aus. Klar, auch hier variiert das Ganze so ein bisschen mehr Zurückhaltung haben wir auf beiden Märkten gesehen, bei der EZB. Bei der Bank of England erwartet man dafür ein bisschen stärkere Zinssenkungen, weil die Inflationsdaten doch positiver als gedacht waren. Also grundsätzlich kann man sagen, ist das Bild aber relativ stimmig aktuell mit der Erwartung des Marktes von vor 4 Wochen und denen, die man jetzt nach diesen Zentralbanksitzungen als Erwartungen sieht. Kurzer Blick noch auf den Hang Seng. Wir haben hier so einen deutlichen Abwärtstrend, den wir sehen in diesem Tief, das wir jetzt gesehen haben im Februar und dann die Hoffnung eigentlich, dass man hier auf so einen Aufwärtstrend kommt. Also man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass sich China etwas wieder was aus sich macht. Was deutet darauf hin? Die Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, auf die leichte Erholung. Wir hatten eine positive Industrieproduktion, positive Einzelhandelsentwicklung gegenüber dem Vorjahr, also beides
positivere Indikatoren. Man ist wieder im Aufschwung, auch hier noch keine große Euphorie, nämlich wir kommen von ziemlichen Tiefpunkten und da sind 7 und 5% noch kein riesiger Sprung nach oben. Allerdings mal eine positive Stimmung, weitere Hoffnung auch auf Zentralbankmaßnahmen hier, wie gesagt, im zweiten Halbjahr. Dieser Trend ist eigentlich so langsam gebrochen, dieser längere Abwärtstrend, den wir hier gesehen haben. Aber es zeichnet sich so ein Muster ab und hier ist so ein bisschen die Frage, hält das Ganze oder nicht? Die Hoffnung auf diesen Aufwärtstrend besteht aber aktuell weiterhin. Auch noch ein Blick nach Japan. Der Nikkei ist wieder zurück über 40.000 Punkten. Es gab ja letzte Woche, haben wir schon angesprochen, diesen historischen Moment, dass die Zentralbank die Zinsen quasi angehoben hat aus einem Negativszenario wieder in ein positiveres Szenario. Allerdings weniger als gedacht und sie hat auch nochmal betont, dass sie jetzt nicht damit rechnet, dass wir eine Zinsrallye, also eine Anstiegsrallye zu erwarten ist in Japan. Das heißt verhaltene Zinspolitik, aber ein historischer Moment. Diese verhaltene Politik hat aber eher dazu geführt, dass der Yen wieder etwas an Wert verloren hat, dementsprechend die Aktien auch zugewonnen haben und man hier wieder über den 40.000 Punkten aktuell notiert. Ja, was war los an Aktien-News? Auch die gucken wir uns einmal an und wir gucken auch nochmal auf ein paar Charts. Die Zeit haben wir nämlich noch. Wir starten aber mit dem IPO von Reddit. Viele von euch mitbekommen, ist bekannt geworden durch die damalige Rallye rund um das Thema GameStop, rund um das Thema Meme-Aktien. Das berühmte Wall Street Bets Forum hat hier seinen Ursprung. Und die Aktie hat sowieso einen relativ hohen Preis angesetzt und hat danach auch nochmal weiterhin deutlich zugenommen oder zugelegt. Das heißt, aktuell muss man sagen, mit einer Bewertung von 5,5 Milliarden schon teuer bewertet. Man muss sich natürlich jetzt anschauen, wie entwickelt sich das Ganze. Aber hier eine positive Performance. Übrigens für alle, die es in Deutschland verfolgt haben, auch Douglas ist an die Börse gegangen. Da war es allerdings nicht ganz so euphorisch, sondern da hat die Aktie schon einiges an Wert verloren seit dem IPO. Diese Aktie also aktuell nicht so beliebt. Blick auf Esso, die französische Tochtergesellschaft von Exxon, hat angekündigt, dass sie eine zusätzliche ordentliche Dividende oder zusätzlich zu ordentlich den Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 12 Euro ausschütten, also eine ganze Menge. Die Aktie hat daraufhin 28% zugelegt, also Öl scheint weiterhin gut zu laufen oder das Geschäft rund ums Thema Öl. Micron Technology, die hatten wir uns ja letzte Woche angeguckt. Wir hatten auch schon mal ganz kurz über die Quartalszahlen gesprochen. Ich zeige euch nochmal den Chart der letzten Woche. Hier hatte sich so eine schöne U-Formation gebildet und die Hoffnung war eigentlich, dass man mal mit positiven Quartalszahlen hier einen Impuls setzen kann, dass man auch wirklich auf dieser Untertassenformation ausbrechen kann. Das ist so ein bisschen eigentlich die Hoffnung gewesen und das Hoch hier, das gab es schon was länger, das ist quasi das Hoch aus dem Jahre 2000 aus der Dotcom-Blase. Die Zahlen waren dann tatsächlich auch euphorisch und wer hier quasi mit dabei gewesen ist, hat auch gut 20% dann an Schwung mitnehmen können in zwei Stufen, rund 15% zum Release der Zahlen, dann noch mit einer weiteren Euphorie rund um das Thema KI. Jetzt leicht im überkauften Bereich, aber hier hat sich das Ganze am Ende schön entwickelt für die Aktie von Micron. Man kann grundsätzlich sagen, hat man deutlich überrascht, wie sich der Umsatz entwickelt hat, wie der Geschäftsausblick sich entwickelt hat. Wir haben das Ganze am letzten Donnerstag analysiert, findet ihr auch in der Mediathek, könnt ihr euch gerne anschauen, ist kostenlos. Wir gucken uns zusätzlich noch Siemens Energy an. Da geht es ja auch wieder so ein bisschen Euphorie. Also man hat ja viele, viele Probleme, Strafzahlungen, Qualitätsprobleme, Reparaturleistungen, die man zahlen musste und. Die Aktie hatte dann ihren Tiefpunkt erreicht. Jetzt scheint es aber etwas besser zu sein. Ich habe den Chart hier mal mitgebracht. Es bildet sich so eine nachhaltigere Erholung aus. Also wir hätten ungefähr das Tief hier so bei 6 Euro, 6,20 Euro gesehen. Hier sieht man das so eine schöne V-Formation, die sich eigentlich relativ bilderbuchmäßig hier gebildet hat mit zwei Konsolidierungsphasen davor und danach. Wenn man jetzt hier so ein bisschen auf die Bollinger Bänder schaut, dann sieht man auch hier noch einen weiteren Ausbruch. Der kann allerdings gegebenenfalls auch noch ein bisschen was auf sich warten, je nachdem, wie das fundamental sich auch entwickeln könnte. Deswegen sieht man hier, habe ich das mal eingezeichnet, so eine leichte Seitwärtsphase, die eventuell auch kommen könnte. Rein charttechnisch gesehen bildet sich hier aber eigentlich ein ganz schönes Muster aus. Und wenn man diesen Widerstand hier auch nochmal durchbrechen würde,
gäbe es dann wieder Potenzial auch noch für höhere Kurse. Gehen wir nochmal zurück zu den Aktien-News. Lululemon hat Zahlen geliefert und ich hatte es gerade eben erläutert. Retail, Sportgeschäft, das war nicht ganz so positiv, wie man es erwartet hätte. Die globalen Lieferketten sind ein bisschen problematisch. Zudem sieht man auch, dass man ja neben den Lieferketten quasi das Problem hat, dass das Geschäft sich einfach nicht positiv entwickelt. Und diese Entwicklung führt am Ende dazu, ja, dass man im Umsatz und im Geschäftsausblick nicht das leisten kann, was man sich erhofft. Und ja, der Luxuskonzern Kering hat ja einen miserablen Ausblick, kann man sagen, geliefert. Die Quartalszahlen waren schon nicht gut, sie lagen unter den Erwartungen und der Ausblick war auch miserabel. Eigentlich hat man auf so eine Erholung gehofft rund ums Thema Luxus. Das hat dann auch Richemont quasi einmal getroffen und die Nachfrage ist relativ dürftig, insbesondere auf den Wachstumsregionen China und insbesondere aus der Prestige-Marke Gucci, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wachstum geliefert hatte. Dort sieht man sogar einen leichten Umsatzrückgang. Was war sonst noch los? Ein kurzer Rückblick noch auf die Aktie von General Mills, die wir uns angeguckt hatten. Hier auch nochmal aus der Kombination Bolliger Bänder und ja, so ein bisschen diesen Momentum, das man gesehen hat, rund um die Quartalszahlen. Man hatte es hier, ich hatte es hier mal markiert, die Kombination sagt hier unten, ja, sind wir auf so einem Tiefpunkt der Bollinger Bandbreite, oben so der Ausbruch, den man hier aus der Kerze gesehen hat, hier auch wieder verbunden mit der Hoffnung bei positiven Quartalszahlen. Gibt es das Momentum? Das gab es dann auch, allerdings musste man hier fast einen schnellen Finger haben, um ehrlich zu sein, denn die Aktie ist einmal nach oben geschossen, knapp 10% habe ich hier mal eingezeichnet, dann wieder zurückgefallen, also kurze Euphorie, danach dann doch wieder etwas Ernüchterung, auch rein fundamental gesehen, was die Zahlen betrifft, also ein bisschen besser als gedacht, ein bisschen besser als erwartet, vielleicht aber doch nicht so euphorisch, wie sich das dann viele im ersten Moment gedacht haben. Man sieht, die Aktie ist trotzdem weiter in so einem Aufwärtstrend, den man hier gesehen hat. Also alle, die hier dabei waren, die brauchten einen schnellen Finger, kann man sagen. Was kommt diese Woche noch auf uns zu? Wir sind ja so langsam im Tiefpunkt zwischen den letzten Quartalszahlen und denen, die wieder aufkommen. Also in den nächsten Wochen geht es auch wieder mit Schwung weiter, insbesondere auch zum Anfang des Aprils. Was kommt noch auf uns zu? Wie gesagt, GameStop, die Meme-Aktie, dort werden auch nochmal Zahlen geliefert für alle, ja, die sich mal gefragt haben, wie hat sich die Aktie eigentlich seither entwickelt? Wir haben uns ja Reddit gerade eben angeschaut. Den kann ich sagen, ja, so richtig viel passiert ist da auch nicht mehr in der letzten Zeit, denn die Aktie ist eigentlich seither fast seitwärts gelaufen. Ich zeige euch das mal ganz kurz und da sieht man ganz schön, das ist jetzt zwar hier der Wochenchart, aber da tut sich nicht so viel, auch wenn die Quartalszahlen mal positiv waren. Der eine oder andere hat sich auch gefragt, ja, was macht man jetzt mit dem Geld, das man zwischendurch in den Kapitalerhöhungen eingenommen hat? GameStop ist da auf viele wilde Ideen gekommen. Das können wir uns in Ruhe nochmal anschauen. Im Kern sieht man aber, zu dem, was da an Euphorie zwischenzeitlich gesehen war, hier mit einem Hoch von, ja, man sieht es, knapp $120. Da ist nicht viel von übrig geblieben, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Eventuell kommt da nochmal ein neuer Impuls irgendwann auf uns zu. Wir haben Eventim zum Beispiel noch, wir haben Sixt, wir haben auch Carnival und Carnival wollte ich euch nochmal aus einem Blickwinkel zeigen, denn Carnival haben wir uns, glaube ich, vor 3-4 Monaten schon mal angeguckt in Kombination, man sieht es hier in Orange mit Royal Caribbean Cruise Lines, in dem Dunkelblau mit Norwegian Cruise Line Holdings, also man sieht es hier nochmal im Gesamtporträt, hellblau ist dann Carnival, Norwegian hier im Dunkelblau und Orange hier Royal Caribbean. Ja, und das Narrativ hier soll eigentlich sein, dass man nach so viel seit- oder gleichlaufenden Trends eigentlich jetzt wieder aufschließen möchte zum großen Konkurrenten, zumindest aus der Sicht von Norwegian Cruise Line. Carnival eigentlich als großes Unternehmen hat da noch grundsätzlich von der Kapitalisierung viel Potenzial. Allerdings auch immer viel Schulden mit im Spiel rund um das Thema Kreuzfahrtschiffe, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, vor ein paar Monaten haben wir dazu mal eine Analyse gemacht. Aber hier natürlich wartet man auf neue Impulse, um dann auch wieder zum Konkurrenten aufzuschließen. Und Norwegian Cruise Line hat eigentlich ganz gute Zahlen geliefert. Wie wird es bei Carnival? Man muss sagen, die letzten Zahlen waren dann auch ein bisschen besser als gedacht in beiden Fällen. Allerdings,
ist man nicht ganz so euphorisch. Man sieht dann doch noch viele Probleme, auch im breiten Geschäftsumfeld, das man ganz generell bei Karneval zu sehen kriegt. Die Zahlen werden spannend, allerdings gilt hier wahrscheinlich eher erstmal abwarten. Natürlich müsst ihr es am Ende, wie bei allen Sachen, die wir hier besprechen, immer selber wissen. Was gibt es noch zu sehen? Wie gesagt, Sixt, Walgreens, Warta, alle in Summe können wir jetzt auch noch mal kurz im Chartbild anschauen. Warta, auch die haben wir uns angeguckt vor ein paar Wochen. Ja, mit so der Idee, man ist eigentlich wirklich auf Tiefstkursen, die man zuletzt mal 2017, ja, 2011 dann auch gesehen hat. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Börsengang von der Börse wieder zurück an der Börse. Was man aber grundsätzlich sehen kann, ist, dass ja, dieser Schwung, den man aus dem Kopfhörergeschäft, das man ja eigentlich gesehen hat, gezogen hat, der ist abgefallen. Jetzt versucht man sich so ein bisschen im Energiegeschäft auch, also Energy Storage, auch um das Thema erneuerbare Energien. Ja, man kämpft hier mit Tiefpunkten, muss man sagen. Erholung ist hier noch nicht ganz wirklich deutlicher zu sehen, sondern hier ja, muss man erstmal den Kurs wirklich stabilisieren, um dann eventuell wieder auf einen Aufwärtstrend aufzusatteln. Es gab zwischenzeitlich auch mal hier den Versuch, man hat diese V-Formation hier gesehen, allerdings hier auch einen Doppeltop gesehen, wieder mit dem Weg nach unten. Also hier braucht es auch positive Zahlen. Ähnlich auch bei Sixt, nicht ganz so dramatisch, aber auch da ist man nicht ganz so euphorisch, wie man das vielleicht zu anderen Zeiten mal war. Vielleicht liegt es daran, dass man sich jetzt bei der Bahn geeinigt hat. Sixt war ja immer einer der großen Profiteure, wenn es Streiks gab, weil alle sich Mietwagen zu horrenden Preisen dann gemietet haben. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, hier muss man sagen, wartet man auch auf weitere Impulse. Das Geschäft ist aktuell einfach ein bisschen schwierig, auch im Zusammenhang natürlich mit der konjunkturellen Lage. Und hier hofft man eigentlich auf baldige Erholung. Walgreens, die große Apothekenkette aus den USA, auch die hatten Probleme, haben viel Umsatz gemacht mit Covid-Tests. Als das Ganze vorbeiging, ja, ging es auch mit der Aktie etwas bergab, gab dann auch immer wieder Probleme. Also alles Aktien, die so ein bisschen am Tiefpunkt sind und auf einen potenziellen Turnaround warten. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir sind kurz über der Zeit. Nächstes Mal wieder am nächsten Dienstag, Market Roundup, allerdings zwischenzeitlich, wie gesagt, auch nochmal am Donnerstag Occidental Petroleum. Wir haben es gerade eben bei Esso gesehen. Ölkonzerne sind gerade so an vielerlei Ecken auch wieder gefragt. Wir gucken Occidental Petroleum so an, rund um das Thema Warren Buffett. Wieso hat man dort investiert? Und wir werden uns das auch anschauen, etwas genauer am Donnerstag Nachmittag, wie es aktuell generell um die Ölriesen steht. ExxonMobil ist da ein Thema, Shell, Occidental Petroleum, das alles nachmittags und dann, wie gesagt, nächste Woche dann langsam mit einem Schwung wieder in neue Quartalszahlen zum Market Roundup. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, das heißt dann wieder pünktlich um 10:30 Uhr. Ich verabschiede mich, bis dahin, tschüss.